Jetzt im Service Center der Lausitzer Werkstätten im Treff 8 Hoyerswerda. Die Akkuaufbereitung. Durch Tausch der verschlissenen gegen hochwertige Zellen wird der Akku wieder wie neu oder hat sogar noch mehr Power. Sie sparen bis zu 30% gegenüber dem Neukauf. Ob bei Schrauber, Garten oder Hobbygeräten. Fertige Akkus nicht in den Schrott, eine Aufbereitung macht sie wieder flott. Infos auch per Telefon unter 03571 60 95 173 oder im Netz unter lausitzer-werkstätten.de. Die Super Sommer Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2:1 heißt es im August. 2 Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Wir bringen Sie, wohin Sie wollen. Zum Beispiel Krankentransporte zur Chemo- oder Strahlentherapie. Taxi Martin, immer erreichbar. Hoyerswerda 40 66 66. Mit Taxi Martin fahren Sie immer richtig. Hoyerswerda 40 66 66. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Montag, dem 28. Juli. Rund 3.500 Lehrstellen bietet das Handwerk jungen Menschen in Sachsen. Und das in rund 130 Ausbildungsberufen, vom Anlagen- bis zum Zweiradmechaniker. Trotz der langen Tradition des Handwerks und der großen Auswahl sind viele Lehrstellen kurz vor Ausbildungsstart noch nicht besetzt. Wir haben derzeit rund 1.000 freie Lehrstellen in Sachsen für das kommende Ausbildungsjahr. Demgegenüber stehen also schon mittlerweile rund 2.500 abgeschlossene Lehrverträge. Das ist doch ein ganz passables Ergebnis, aber die restlichen 1.000 sollten wir natürlich auch noch hinbekommen. Mehr als 30% aller Auszubildenden in Deutschland sind im Handwerk tätig. Doch den Betrieben fällt es von Jahr zu Jahr schwerer, ihre freien Lehrstellen zu besetzen. Die Gründe dafür sind verschieden. Die Gründe für den Mangel liegen daran, dass wir nur noch die Hälfte der Schulabgänger haben wie vor noch einigen Jahren. Dann haben wir ja leider einen Akademisierungswahn, der den jungen Menschen immer wieder, eintrichtert, dass sie doch lieber ein Studium beginnen sollen, statt etwas mit einem handfesten Handwerksberuf, um erstmal einen vernünftigen Beruf zu lernen, um vielleicht später das Studium zu realisieren. Der Mangel an Azubis ist nicht gleichmäßig auf alle Ausbildungsberufe verteilt. Besonders viele freie Lehrstellen sind in den anspruchsvolleren Handwerkstätigkeiten zu verzeichnen. Also besonders vom Mangel betroffen ist der Kfz-Mechatroniker, weiterhin auch das Sanitär. Heizung, Klimagewerk ist von Mangel betroffen, Metallbau ebenso, Bäcker, Fleischer, Nahrungsmittelhandwerke. Beim Bäcker hat das unter Umständen damit zu tun, ja, der muss ja sehr zeitig aufstehen, um die Brötchen zu backen. Die Berufe Kfz-Mechatroniker und auch Sanitärheizung, Klima sind mittlerweile so anspruchsvoll geworden, dass die Anforderungen an diesen Beruf sehr hoch sind und die jungen Menschen unter Umständen davor zurückschrecken. Die deutschen Handwerkskammern versuchen natürlich, diesem Trend entgegenzuwirken. Deshalb können sich interessierte Suchende nicht nur vor Ort oder im Internet über die Möglichkeiten einer handwerklichen Ausbildung informieren. Wir haben uns auch auf moderne Zeiten eingestellt. Es gibt einen Lehrstellenradar, eine App, wo also jeder junge Mensch, der sich für einen Handwerksberuf interessiert, hier herausfinden kann, genau wo und bei wem sich offene Lehrstellen befinden. Dort kann er sich melden, mit denen kann er sich in Verbindung setzen und kann sich dort auch sicher über ein Praktikum vorher ausprobieren, um dann festzustellen, das ist etwas für mich oder ich versuche es doch lieber mit etwas anderem. Den Lehrstellenradar gibt es nicht nur als App, sondern auch im Internet unter www.lehrstellen-radar.de. Über persönliche Beratungsangebote kann man sich direkt bei den Handwerkskammern Chemnitz, Dresden und Leipzig informieren. Was sonst noch heute wichtig ist, erfahren Sie gleich in den Nachrichten. Yeah.
Remi Demi im Park ist wieder das Motto an diesem Samstag beim großen Familiensommerfest der Lebensräume im Familienpark an der Straße des Friedens in Hoyerswerda. Schnappen Sie Ihre Steppkes und seien Sie ab 14 Uhr dabei. Los geht's mit dem Fassbieranstich. Mit Kreativpark und Spaßmeile, mit großem Kinderfest und buntem Bühnenprogramm, mit regionalen Vereinen und Servicepartnern der Genossenschaft, mit dem Café- und Kuchenbazar des Nachbarschaftshilfevereins, mit Spezialitäten vom Grill aus der Flasche, dem Hahn und einem ganzen Fass Freilimo. Und mit dem Stargast, mit Olaf Berger. Begegnung und Kommunikation am Lebensräume-Eventbus. Remi Demi zum 60. An diesem Samstag bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Alle Infos auch im Netz unter lebensräume-hy.de und bei Facebook. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Du, das ist halt so. Für größere Sachen muss man regelmäßig was zurücklegen. Brot. Du magst doch Quark, Siehst du? Diese Woche wieder 10 Euro gespart. Jetzt sind's nur noch 40 Schulbrote bis zu deinem neuen Fahrrad. Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Die Rehe sind wieder im Liebesrausch und das bedeutet eine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr. Darüber informierte heute der Landesjagdverband Sachsen. Von Mitte Juli bis Anfang August hat das Rehwild Paarungszeit und legt dabei lange Distanzen zurück, oft auch über Wege und Straßen. Autofahrer sollten deshalb vor allem in der Dämmerung Vorsicht walten lassen. Ein Wildunfall kann erheblichen Schaden am Auto verursachen und hat meist den Tod des Tieres zur Folge. Mehr Nachrichten vom Tage jetzt im Überblick. Sachsens Landtagspräsident Matthias Rösler hat am Montag in Hoyerswerda eine Informationstour zur Landtagswahl gestartet. Im Angebot haben die Mitarbeiter eine DVD zur Arbeit des Gremiums, die Verfassung des Freistaates und Zeit, um Fragen rund um den Landtag zu beantworten. Am 31. August sind rund 3,4 Millionen Sachsen zur Wahl des neuen 120 Abgeordnete umfassenden Parlamentes aufgerufen. Es gibt ja so einen alten Spruch, wer was verändern will, der muss zur Wahl gehen. Wem es gefällt, wer auch zufrieden ist, muss auch zur Wahl gehen. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger das, was wir in der friedlichen Revolution ja mit viel Einsatz 1989 erkämpft haben, nämlich freie Wahlen, auch wahrnehmen. Denn schimpfen hilft nichts. Wer sich einbringen will, wer auch was gestalten und verändern will, der muss seine Stimme abgeben. Und wer will, dass alles so weitergeht, der auch. Und das ist, denke ich, die wichtige Botschaft. Und wie das alles geht, das erklären wir hier. Das Infomobil des Landtages macht am 1. und 13. August in Dresden Station. Danach folgt am 25. und 26. August Leipzig. Letzter Halt ist am 28. und 29. August in Chemnitz. Im Hoyerswerda Lausitz Center ist seit Montag eine neue Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden preisgekrönte Karikaturen zum Thema Klickst du noch richtig? Speziell geht es um die Arten und Unarten beim Benutzen der neuen Medien. Schmunzeln garantiert. Die Schau ist bis Mitte August zu besichtigen. Verkehrsminister Sven Morlock hat am Montag in Dresden den Fahrplan für die Verbesserung der sächsischen Staatsstraßen vorgestellt. Ziel ist es, bei der Sanierung auf Nachhaltigkeit zu achten und nicht nur akute Schäden notdürftig zu beheben. Wir haben die Aufgabe als Freistaat Sachsen, das Staatsstraßennetz in einem guten Zustand zu erhalten. Hier werden wir die Mittel deutlich aufstocken. Das kommt natürlich dem Autofahrer vor Ort zugute. Der Verkehrsteilnehmer fragt nicht danach, ob er auf einer Kommunalstraße oder auf einer
einer Staatsstraße unterwegs ist. Hier kommt es auf den entsprechenden Straßenzustand drauf an. Wir investieren deutlich mehr in den Erhalt unserer Staatsstraßen, lassen aber auch die Kommunen bei ihren Aufgaben nicht alleine. Die Mittel werden im kommenden Doppelhaushalt von 40 Millionen auf mehr als 60 Millionen Euro aufgestockt. Das sächsische Staatsstraßennetz umfasst rund 5000 Kilometer. Verbesserungen brachten in den vergangenen Jahren bereits Deckenbauprogramme sowie mehr Geld für die Landkreise. Die Hoyerswerder Polizei sucht einen Handtaschenräuber. Bereits am Freitag wurde einer Seniorin an der Bürgerwiese in der Straße des Friedens die abgestellte Tasche gestohlen. Der Dieb rannte in Richtung Lausitzhinter davon. Einen Tag später fand die gestohlene Tasche eine Frau zwischen geparkten Autos in diesem Bereich. Aus ihr fehlten der Schlüsselbund und etwas Bargeld. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch im Revier in der Frenzelstraße unter 4650 zu melden. Ein 12-Jähriger erfüllte sich am Samstag seinen Wunsch, endlich einmal selbst mit dem Pkw zu fahren. Dazu nahm er unbemerkt den Ersatzschlüssel des Suzukis seiner Mutter aus deren Tasche und begab sich auf den Parkplatz an der Straße des Friedens und fuhr dort ein paar Meter. Er wurde von einem Zeugen an der Weiterfahrt gehindert und der Polizei übergeben. Betrunken, ohne Fahrerlaubnis und in einem stillgelegten Auto ist ein 51-jähriger Mann im Revier Kamenz vorgefahren. Der Anlass war eine Vorladung wegen einer Trunkenheitsfahrt, so die Polizei. Vor Ort wurde die Alkoholfahne des Mannes schnell bemerkt. Ein Test ergab 1,44 Promille. Die Fahrerlaubnis war der Mann schon länger wegen Alkohols am Steuer los. Nun zogen die Beamten auch seinen Autoschlüssel ein. Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth for Understanding sucht noch dringend Gastfamilien. Im August bzw. September kommen etwa 50 Austauschschüler aus Europa, Asien und den USA nach Deutschland. Die Jugendlichen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt, besuchen eine Schule vor Ort und sollen das Leben hier ganz persönlich kennenlernen. Besonderen Luxus oder ein Besichtigungsprogramm erwarten die Schüler nicht. Viel wichtiger sei die herzliche Aufnahme in die Familie. Alle Teilnehmer besitzen bei der Ankunft in der Gastfamilie zumindest grundlegende Deutschkenntnisse. Wer einen Jugendlichen für einen Zeitraum zwischen 2 und 11 Monaten aufnehmen möchte, kann sich über einen Link auf unserer Homepage elsterwelle.de informieren. Die Kuba-Krokodile aus dem Hoyerswerda Zoo können in diesen Tagen ihren ersten Geburtstag feiern. Exakt am 28. Juli 2013 schlüpfte die erste kleine Echse, Fidelio, und bis zum 10. August folgten dann seine 6 Geschwister. Mittlerweile sind aus den Winzlingen richtig kleine Krokos geworden, die ihre spitzen Zähne auch mal an den Pflegern ausprobieren. Es war und ist eine zoologische Sensation, denn immerhin gelang es deutschlandweit das erste Mal, die kubanischen Rautenkrokodile nachzuzüchten. Die kleinen Echsen bogen nach dem Schlüpfen zwischen 55 bis 70 Gramm und waren 18 bis 22 Zentimeter groß. Dann haben die ja am Anfang noch ihren Dottersack, von dem sie sich ernähren können, und müssen dann umgestellt werden, dass die wirklich selbst Futter aufnehmen. Und das ist so ein kritischer Punkt, wo man eben gucken muss, kriegen die das hin, kriegen die das nicht hin. Und wir hatten ja am Anfang auch 2 kleine Krokodile, die wirklich absolute Frühchen waren, wo wir überlegt haben, schaffen die das überhaupt? Wir haben ihnen die Chance gegeben, aber die waren eben wirklich sehr, sehr früh dran. Das hat dann leider im Nachhinein nicht so geklappt. Aber die anderen 6, die normal geschlüpft sind, die haben sich wirklich gut entwickelt. Also da, die haben ihre kritische Phase gut überstanden. Mittlerweile sind es von der Schnauze bis zur Schwanzspitze fast 50 bis 62 Zentimeter und an Gewicht wurde ebenfalls deutlich zugelegt. 350 bis 650 Gramm zeigt die Waage mittlerweile an. Damit ist wohl klar, der Appetit ist gut ausgeprägt. Muss ja auch, denn Fütterung ist nur einmal pro Woche. Im Prinzip ist die Regel, was ins Maul reinpasst, das wird auch gefressen. Wie in der freien Natur haben wir mit Insekten angefangen, also mit Grillen. Die haben die auch wirklich selbstständig gejagt dann, das fanden die auch ganz spannend. Und je größer die werden, desto mehr Fleischkost kommt dann eben dazu. Im Moment essen die beiden größten, also Fidelio und Antonio, ungefähr
10 Babymäuse pro Woche oder zur Abwechslung auch mal Rindfleischstücke oder Süßwasserfisch, aber dann eben in kleineren Stücken, weil die ganzen natürlich noch nicht schaffen. Während man bei Mama Primus und Papa Jaco kaum auf die Idee kommen würde, streicheln zu wollen, bei den Zwergen könnte man schon in Versuchung kommen. Also die sind nicht ohne. Die sind auch ein bisschen größenwahnsinnig. Die wissen zwar, die Pfleger sind größer als sie, aber das ist denen total egal. Also die beißen auch mal durch den Handschuh durch inzwischen. Die haben schon ordentliche Zähne und da muss man schon aufpassen. Also die muss man schon, wenn man die rausnehmen will, um irgendwas zu machen, muss man den Kopf schon fixieren, damit man dann keine schmerzenden Finger hat am Schluss. Haben die aber auch von Anfang an gemacht, dass die wirklich sich auch verteidigen. Die sind ja von Anfang an selbstständig und müssen sich dann auch um sich selber kümmern können. Der Hoyerswerder Nachwuchs ist auch für weitere Zoos sehr interessant. Und im Gegensatz zu anderen Tierarten sind hier Jungs heiß begehrt. Unsere sind besonders spannend, weil die im Zuchtbuch bisher nicht vertreten sind. Ist ja auch ihr erster Nachwuchs. Und sie kommen auch direkt von Kuba, das heißt, die sind genetisch auch sehr interessant. Nun haben wir auch noch 6 Männchen gekriegt und es gibt auch einige, die Schlange stehen, um jetzt endlich mal für ihr Weibchen ein Männchen zu kriegen. Also es ist wie immer bei Krokodilen eine langfristige Planung, weil die ja erst mit ungefähr 10 Jahren geschlechtsreif werden. Das heißt, da muss man noch eine Weile warten, bis man dann züchten kann und bis das Männchen vor allem ungefähr so groß ist, dass es vom Weibchen nichts mehr zu befürchten hat. Die Mini-Krokos werden also noch eine ganze Weile in Hoyerswerda bleiben. Zumindest so lange, wie der Platz für alle 5 Racker reicht. Der Kroko-Geburtstag wird übrigens an diesem Sonntag gefeiert. Ab 14 Uhr gibt es alles Wissenswerte aus dem ersten Jahr. Und um 16 Uhr können Besucher eine Schaufütterung mit den beiden Eltern erleben. Der Sommer geht schwül, warm und gewittrig weiter. Mehr zu den Wetteraussichten erfahren Sie gleich bei uns. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Wie in der vergangenen Woche berichtet, fand an der Landesfeuerwehrschule Nord die traditionelle Ausbildungswoche der Jugendfeuerwehren aus ganz Sachsen statt. Wir haben uns bei den jungen Menschen mal umgehört, warum sie Mitglied der Jugendfeuerwehr sind. Der Gruppenzusammenhalt und dann man hat eine sinnvolle Nachmittagsbeschäftigung und später mal auch in die Aktive zu gehen und anderen Menschen zu helfen. Teamgeist stärken ist in der Jugendfeuerwehr auch ganz stark und bei der Übernahme in die Aktive wäre halt den Menschen, Tieren zu retten, helfen. Hang ist auch alles, die Kameradschaft. Keiner ist außen vor, egal was er hat. Und einfach Leben zu retten. Also ich finde es einfach auch eine schöne Gemeinschaft, der Gruppenzusammenhalt, dass jeder für jeden da ist und man, es wird keiner ausgeschlossen. Und es ist halt ja, wieder die Gemeinschaft und aber auch, dass diese Präsenz, die man hat, wenn man irgendwo ausrückt und Orden verliehen bekommt und man ist halt, man hat noch nebensächlich was erreicht im Leben und es ist auch schön, Leute zu retten. Weil es Spaß macht, die Kameradschaft dort gefällt mir besonders gut und dieser Team-Zusammenhalt, ja, man kann jemandem helfen, man hat eine sinnvolle Nachmittagsbeschäftigung, wie die das alles schon gesagt haben. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in Hoyerswerda in der Schweizer Straße sind am Dienstag junge Muttis ab 9 Uhr zum Frühstück eingeladen. Beim Nachbarschaftshilfeverein beginnt am Dienstag um 9 Uhr die Computerstunde im Plauderstübchen in der Thomas-Münzer-Straße. Ab 14 Uhr ist Kaffeeklatsch im Flieshof in der Altstadt und um 15 Uhr öffnet das Nähstübchen in der Schweizer Straße 35 in der Neustadt. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können interessierte Kinder am Dienstag ab 10 Uhr mit Naturmaterialien färben. Dabei werden die Farben auch selbst hergestellt. Man kann ein eigenes kreatives Bild malen oder eine Glückwunschkarte basteln. Ab 13 Uhr ist ein offener Freizeittreff. Im Blechenkarree in Cottbus ist auch am Dienstag die Wanderausstellung Ideen 2020 zu sehen. Die Besucher werden dabei zu einem Rundgang durch die Welt von morgen eingeladen. Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Samstag dort zu bewundern. Im Natz in Hoyerswerda in der Hermannstraße gibt es täglich ab 14 Uhr den Freizeittreff mit Knobeleien und Spielen. Die Holzwerkstatt hat am Dienstag ebenfalls wieder geöffnet und lädt beispielsweise zum Drechseln ein. Das Wetter präsentiert von den VBH. Trinkwasser ausgezeichneter Qualität. Zuverlässig von Ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Wir machen das.
In der Nacht sind örtlich Schauer und Gewitter möglich, bei milden 17 Grad. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt. Im Verlauf gibt es gebietsweise kräftige Regengüsse. Weiterhin ist es schwül warm bis heiß bei 30 Grad. Das Wetter präsentiert von den VBH. Trinkwasser ausgezeichneter Qualität. Zuverlässig von Ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Wir machen das. Das war die Drehscheibe für Montag. Morgen sind wir dabei, wenn eine Antonov mit dem letzten Militärhubschrauber aus Afghanistan in Leipzig landet. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.